Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge EVE Online. Und in dieser Folge ist es endlich soweit. Wir holen uns unsere erste eigene Fregatte ab, die wir hier bekommen. An Day 6 des Daily Starter Gifts. Also es gibt 15. Ich hatte mich schon gefragt, wie viele es sind, aber es steht hier und hier. Also man kann es gar nicht übersehen. Kriegen wir eine Fregatte. Default View. Ah. Ein Hut. Destroyer Skin. Okay. 50.000. Gut. Also an Day 6 kriegen wir eine Fregatte, die claimen wir uns direkt. Und was haben wir bekommen? Wir gucken. Hangar. Achso, wir müssen das natürlich erst redeemen. Also hier unten auf Redeem. Hier sind noch 20.000 Credits und expires in 176 Tagen. Okay. Aber wirklich klein geschrieben. Redeem to current station. Jawohl. You have successfully redeemed. Okay, Open Container, da ist eine Merlin drin. Super, klasse. Also, Assemble Ship. Wir steigen direkt ein und genießen kleine Animationen. I'm unable to take the weapon. Also, ich bin nicht in der Lage, ein Waffenmodul. Wir brauchen eine Waffe und so weiter und so fort. Lass das mal meine Sorge sein. Das Erste, was wir machen, ist den Namen ändern in Merlin. Jetzt mal den Namen so halb davor. Und wir können 150 Kubikmeter mitnehmen. Das ist schon mal gut. Und wir gucken uns unseren Fitting Grid an. Und das sieht doch schon ganz ordentlich aus. Wir haben 3 Turret Hardpoints. Das bedeutet, wir können 3 Turrets aufbauen und 0 Launcher, also keine Raketenlauncher. Wir haben also 3 Highs mit jeweils, also mit 3 Turret Slots. 4 Mids, 3 Lows, 3 Rig-Slots, die werden wir jetzt im Moment noch nicht brauchen. Dann gehen wir nochmal hier in die Ibis, denn der haben wir doch, glaube ich, eine Waffe eingebaut. Genau, die Gatling, die nehmen wir mal raus. Wir nehmen mal alles aus der Ibis wieder raus, denn wir haben ja jetzt eine Merlin, die deutlich mehr aushält. Wir können das ja mal vergleichen. Die Ibis hat effektive Hitpoints. 848 und die Merlin schon 2200, also deutlich besser. Items, also wir haben Civilian Miner, wir können mal alle machen, dann mal Read Package, Stack All und das Ganze hier ein bisschen größer. Social. Ah, den Skill, wann haben wir den bekommen? Weiß ich nicht. Train Note to Level 1. Müssen wir auch einmal reingucken. Dann hat er jetzt Social of 1. Was macht Social? 5% Bonus pro Level. Standing Increase, also Rufgewinn. 5% mehr Rufgewinn pro Level. Das heißt, wir können jetzt bei Social ruhig mal noch den zweiten gleich hinterher machen. Eine Stunde 21, das ist nicht das Thema. Und was wir uns jetzt mal angucken, machen uns jetzt erstmal in Ruhe mit der Merlin vertraut. Unter rechte Maustaste aufs Schiff Show Info kommen wir in die Attributes bzw. die Requirements und sehen, dass dieses Schiff nur 2 Skills braucht, nämlich Kaldari Fregatte 1 und Spaceship Command 1. Beide Skills haben wir schon auf Level 4. Das sieht man hier, Level 4 und hier. Und um es auf Level 5 zu trainieren, bräuchten wir zwangsläufig das Omega Update. Also hier können wir gar nicht mehr sehr viel trainieren. Bonus kriegen wir je Skill-Level auf Kaldari Frigate, nämlich 5% Bonus auf Small Hybrid Turret. So, jetzt gucken wir mal. Das hier ist eine unter was zählt denn die eigentlich? Low Power? Eine Hybrid Weapon. Small Hybrid Turret, ja, das müsste das dann sein. Klicken mal drauf. Fired 4, hier sind jetzt alle, die wir sehen, die das benötigen. Civilian Gatling. Ist das jetzt hier dabei? Oder erzähle ich jetzt hier Quatsch? Es ist ja so ein Sonderding. Das Ding, die braucht ja auch keine Munition. Die braucht nur Strom, genau. Können wir jetzt hier einbauen.
Die Frage ist, ob wir davon noch welche kriegen. Wir gehen eine rechte Maustaste drauf. Show Info. Ach, die kann man gar nicht kaufen. Ah, das macht natürlich Sinn. Oder nur repackaged? Nee, kann man nicht kaufen. Das ist nur die, die kriegt man nur mit der Ibis mit. Alles klar. Dann müssen wir uns jetzt erstmal Waffen kaufen. Wir packen mal das Damage Control hier rein. Ein Expand Cargo Hold kann nicht schaden. Wir haben irgendwo doch noch einen Afterburner. Gucken, ob wir den. Einen Mega Newton Afterburner hier bekommen. Jawohl. In Level 2 können wir den schon. Dafür brauchen wir Afterburner auf 4. Kriegen wir nicht mit dem Alpha-Skill. Also nehmen wir den einfachen. Basis, 15.000 ISK. Sehr gerne. Und dann brauchen wir jetzt. Den bauen wir da noch ein. Sonst irgendwas noch, was wir einbauen können. Können die Civilian Gatling einbauen? Ja. Aber wir brauchen auf jeden Fall noch was anderes. Und da helfen wir uns auch wieder über das Infomenü. Small Hybrid Turret. 75 mm Gatling Gun. Wunderbar. Davon kaufen wir uns. Ach, wisst ihr was? Davon kaufen wir uns drei. Dann haben wir dreimal die gleiche Waffe. Und jetzt müssen wir gucken, was wir da für Munition brauchen. Used with. Das macht es nicht unbedingt einfacher. Also, es gibt diese acht Arten von Munition. Einerseits normal als Tech 1, es gibt die dann auch noch als Tech 2, dann heißen die anders. Und es gibt die als Faction-Munition, dann ist die, macht die so 10%, 15% mehr Schaden, kostet aber deutlich mehr Geld. Die fällt also erstmal raus. Jetzt müssen wir hier mal gucken. Range-Bonus minus 50%. Also, wir müssen jetzt. Es ist nicht, Eve ist nicht ganz so leicht. Was stand in dem letzten Kommentar? Die schönste Excel-Tabelle der Welt. Wir gucken jetzt also, die nehmen wir hier wieder raus. Wir packen uns dreimal die Gatling-Gun rein und wir gucken jetzt mal, was hat die. Captain, for this, you will need a specific module for it. Remember, though, New Eden can be dangerous place. Unfit a module to make space. Wofür das denn? Müssen wir uns gleich die Mission nochmal durchlesen. Was ich jetzt eigentlich machen wollte, war, nein, nicht in den Markt, sondern hier in die Info. Und gucken, die hat jetzt eine optimale Reichweite von 6.600 Meter. Das finde ich jetzt erstmal nur so okay. Das heißt, es wäre ganz gut, wenn unsere Munition diesen Range, dass dieses Range etwas erweitern würde, dann ist Antimatter nicht gut. Antimatter nimmt 50% raus. Dann gucken wir in die nächste. Iridium nimmt 20% drauf. Das wären dann so 7,2. Das ändert auch noch nicht wirklich viel. 60% obendrauf. Das wäre schon ganz gut. Ich denke aber, das ist 0%. Plutonium minus 37. Thorium minus 12. Tungsten 40. Das wäre das, was ich suche. New Market Details. Tungsten gibt es hier auf der Station. Wir nehmen mal mit. Keine Ahnung. 1000 Schuss. 1000 Schuss. 1000 Schuss. So, und wenn wir jetzt diese Munition hier bei uns in den Hangar tun, dann können wir die auch gleich in die Dings laden. Dann sieht man das auch, dass die hier zu sehen ist. Und jetzt müsste man mit rechter Maustaste auch die neue Range sehen. Die ist nämlich jetzt 9200. Die wird also durch Sharpshooter, durch den Sharpshooter-Skill beeinflusst und durch die Tungsten-Charges. Und das bedeutet, wir gucken mal hier. Small Hybrid Turret haben wir nur auf Level 1. Also, das müssen wir gleich erstmal ein bisschen besser machen. Small Hybrid Turret, das nehmen wir dazu. Das skillen wir soweit wir können. Auf. Oh, das könnten wir sogar auf 5 skillen. Dann packe ich den 5er mal hier hinten drin. Dann vergessen wir ihn nicht. Hier hinten drin. Hier hinten dran. Dann vergessen wir ihn nicht. Und Sharpshooter. Gucken, was das für ein Skill ist. Sharpshooter müsste die Range erhöhen. Ne? Description. Long Range Weapon Turret. 5% Bonus auf die optimale Range.
Nehme ich dann hier auch nochmal mit zwischen. Hier nochmal das Level 4 und Level 5. Dafür brauchen wir dann den Omega-Klon. Okay. Aber da haben wir wieder ein paar schöne kleinere Skills hier in der Queue. Das passt. Dann gehen wir mal zu dem Agent. Start Conversation. Was wollte er jetzt von uns? Wir sollen... Aha, wir müssen den Civilian Salvager einbauen, um dieses Wrack zu looten. Wunderbar, den haben wir gemacht. Ist auch cool, ihr müsst mal hier drauf achten. Wir können das auch mal hier sehen. Wenn ich den also einbaue. Guckt mal hier unten drauf. Hier. Zack, dann wird er auch wirklich hier dran gebaut, ne? Das ist echt ganz cool gemacht. So, wir haben jetzt noch 3 Med-Slots und ein Low-Slot frei. Aber ich sag mal, das ist eigentlich entspannt. Wir müssen nicht alles fitten. Wir fliegen jetzt 300, wenn wir den Afterburner anschalten, sogar 650. Das ist alles in Ordnung. Damit können wir uns zur Not ein bisschen näher ranbringen oder ein bisschen weiter weg. Das dürfte auf jeden Fall ordentlich schön schnell sein. Super. Der Rest passt. Und dann würde ich sagen, machen wir uns auf den Weg, diese doch etwas, naja, ich sag mal, etwas anspruchsvollere Mission dann einmal durchzuführen. 5 Jumps. Wir sind in unserem neuen Schiff. Ich gucke nochmal auf Personalization. Nein, wir haben natürlich leider keinen. Guckt euch mal an, wie viele Skins es allein für dieses Schiff gibt. Das müssen um die 40 sein. Und zum Teil, ich mache das mal ein bisschen größer. Kann ich das größer machen? Ich dachte, ich könnte das größer machen. Kann ich aber nicht, oder? Lock Window, Size and Position. Na genau, das wollte ich ja nicht. Label. Huch. Gut, ich kann es nicht größer machen. Doch hier mit gucken? Nee. Na gut. Also es gibt, ihr seht das hier, einen Haufen sowas von cooler Skins. Kaldari Navy hier mit so einer Tarngeschichte. Chime Horizon. Whispered. In Weiß. Echt cool. Mit Hunter. Das Quive. Sehr, sehr cool. Okay, also, Undock, los geht's. Wir müssen 5 Jumps machen. Das ist aber in der Fregatte kein Problem. Die ist ähnlich zügig wie ein Shuttle. Kein Problem. Also, Ekura, Abflug. Ja, ein Inertia Stabilizer hätte man noch in den Low packen können oder ein Nanofiber. Aber wir sind erstmal ganz gut aufgestellt mit unseren 2 Waffen. Wir gucken mal, wir müssen uns jetzt Folgendes merken. Ich kann euch schon mal den Tipp geben, wenn man nachher Missionen machen möchte, dann sind Raketen eigentlich so das No-Brainer, weil Raketen haben zwar eine maximale Flugzeit, das war es aber auch. Die treffen ob auf 10 Meter oder auf 10 Kilometer genau. Also auf 10 Kilometer Entfernung treffen die immer gleich genau. Das ist bei allen anderen Waffen nicht so. Ab nach Tsuguwan. Zack. Das heißt, wenn man nachher Missionen macht, präferiere ich persönlich immer die Raketen. Da muss man am wenigsten machen. Das finde ich mal ganz angenehm. Wir haben jetzt aber keine Rockets. Ich weiß gar nicht, ob wir die Skills überhaupt haben. Die Musik noch mal ein bisschen leiser. Die Skills für Rockets. So, erstmal den nächsten Jump machen. Also Missiles. Light Missiles. Hier. You're missing, also den können wir direkt hier kaufen für 39 ISK, Buy and Inject. Das machen wir. Light Missiles trainieren wir dann auch mal zügig. Zumindest auf 3. Nächster Jump. Munition and charges unlocked.
Equipment unlocked. So, wieso kann ich das nicht? Skill have to be trained after the pre. Achso, brauche ich dafür Missile Launcher Ops 2? Das könnte sein. Dann ziehen wir den nochmal hoch. Missile Launcher Ops 2, Missile Launcher Ops 3, Light Missiles 1, 2, 3. So. Ich packe immer die kleineren Skills ganz gerne nach vorne. Die werden dann so peu à peu abtrainiert. Ihr seht das so, in den nächsten 24 Stunden haben wir da schon hier fast die Skill Q einmal halbiert. Letzter Jump. Und dann hat man erstmal so die Sachen auf 1 und 2, kann die meisten Module dann erstmal einbauen, auch wenn dann natürlich dann noch Luft nach oben ist, was die Perfektion angeht. Aber da können wir auf jeden Fall dann erstmal ein paar von den einfachen machen. Gerade jetzt am Anfang, muss ich gestehen, macht das noch extrem viel Spaß. Nachher hat man eigentlich kaum noch welche von diesen 1er-Skills, die man noch gar nicht gelernt hat. Man kann das auch ganz gut, wenn man hier drauf geht, zum Beispiel auf Shields, sieht man jetzt, Shields hat 65 Level. Wir können ja auch mal draufklicken. Das sind die 65 Level von Shields. Davon habe ich 8 gelernt. 45.000 von 12 Millionen Skillpunkten. Ja. Hier sind es 171 von 505,1 Millionen. Es ist also der absolute Wahnsinn. So, Warp to Side, los geht's. Bin ich mal gespannt, was uns erwartet. Okay, also, das sieht erstmal ganz normal aus. Hier ist auch irgendwie noch nichts. Dann fliegen wir zum Gate. Dafür können wir unseren Afterburner anmachen. Ihr seht das jetzt hier unten. Erhöht sich jetzt die Geschwindigkeit bis auf 652. Das heißt, wir haben hier einen richtig guten Flow, also eine richtig gute Geschwindigkeit. Und wenn wir dann in der Nähe vom Gate sind, so wie jetzt, können wir auf Jump gehen. Warp Drive active. Gut, einer, der hier auf uns wartet, ein einziger. Den ganzen Aufwand für einen einzigen. So, der ist auf 12 Kilometer. Das ist schon in der Nähe von unseren neuen. Der haut aber ein bisschen ab. Also hinterher. Und jetzt können wir Folgendes sagen. Jetzt können wir ihm sagen, pass mal auf, keep in range 10 Kilometer. Behalt ihn mal in 10 Kilometer Entfernung und wir drücken F1 und F2 und fangen an zu schießen. Achso, wir müssen ihn erstmal aufschalten. So, F1 ist, F2 ist pre-armed. Wenn wir den aufgeschaltet haben, geht's los. Tschaunk. Oh, das Schild fast komplett runter. Zweiter Schuss. Das war's, Kumpel. Ah, wir sind natürlich Imberskilled. Imberskilled. So, Civilian Transport Shipwreck. Also, wir fliegen erstmal zu dem Gorista Rookie. Was war jetzt aber... Ja, das war ja fast schon ein bisschen zu einfach jetzt. Ich lasse den Afterburner mal aus. Wir fliegen auch mit 300. Es geht schnell genug. 7 Kilometer. Wir sind also gleich da. Oh, hier geht alles in der Binsen. So, zum Salvagen brauchen wir eine Entfernung von 5000 Meter. Salvagen bedeutet, wir versuchen Reste aus dem Schiff zu bergen, nützliche Teile aus den Wrackteilen sozusagen. Wir können aber vorher reingucken mit Open Cargo, das geht ab 2500 Meter. Hier sind es nur Metallschrott drin, den haben wir also zerlegt, da ist nichts übrig geblieben. Nehmen wir trotzdem mit. Kostet 1000 ISK, bringt jetzt nichts, macht nichts. Wir schalten dann das Wrack auf und salvagen es. Der Salvager, den wir hier angebaut haben, ist dann auch das Modul, das entsprechend arbeitet. Your salvaging attempt fails this time. Der fällt mir dann direkt auf. Salvaging. Den Skill haben wir auf 3, können ihn nicht mehr machen. Okay, packen wir ihn auch nicht mehr rein. Wir müssen also jetzt ein bisschen Geduld haben. Wir versuchen also Schrottreste oder nützlichen Schrott aus dem Schrottresten zu bergen. Das kann durchaus mal dauern. Hat es jetzt auch. Wir haben noch einen zusätzlichen Scrap Metal
rausgekriegt. Salvagen ist dann tatsächlich immer ein kleines bisschen Glücksspiel. Aber es lohnt sich auf jeden Fall. So, wo ist das andere? Das, ach so, das ist das große hier. Wir sind nah genug dran. Wir gucken erstmal rein. Nichts gefunden. Okay. Dann schalten wir es auf. Und versuchen es jetzt auch zu verwerten. Und ich fürchte, dass es jetzt so sein wird, dass wir durch das Salvagen diesen Assistenten bergen. In der Regel, wenn man Überlebende findet, sind die dann aber in diesen Cargos, nicht in dem Salvaging. So kenne ich das. Das ist aber auch nur so ein Gedanke. So, your salvaging failed this time. Skill training complete. Social one, perfekt. Das ist das Schöne an so einem... ich sag einfach mal... frischen Charakter, dass man andauernd irgendwelche Skills komplettiert, andauernd irgendwelche neuen Sachen freischaltet. Mit meinem Hauptcharakter dauert das alles zum Teil mehrere Tage, wenn nicht gar Wochen. Inzwischen, da sind die einfachen Dinge alle weg. Und ich habe mir so überlegt, also ich bin eigentlich sehr zufrieden mit den Aufrufzahlen von den Videos. Ich habe das Gefühl, es gibt ein paar Leute, die sich darüber freuen. Ich kriege auch vermehrt Feedback in den Kommentaren. Vielen lieben Dank dafür. So. Blackbox. Aha, die haben wir da jetzt irgendwie rausgesalvaged. Jetzt sollen wir wieder zurückfliegen. Aber war da nicht irgendwas mit seinem Produktionsassistenten? Oder war das der andere Kumpel? Das kann natürlich der andere Kumpel gewesen sein. Na gut. Dann haben wir hier anscheinend alles gemacht. Set Destination, Abflug. Warp Drive active. Ja, wie gesagt, also da bin ich sehr zufrieden mit. Ich glaube, dass... ich habe mal geguckt, auf YouTube gibt es gar nicht so viel EVE-Content, zumindest deutschsprachigen. Englischsprachigen gibt es natürlich eine ganze Menge. Es gibt viele How-Tos. Das soll das hier ja gar nicht sein, sondern mehr so ein... ich weiß gar nicht... halt so ein typisches Let's Play in irgendeiner Form. Und wenn wir also... wenn der Zuspruch weiterhin so ist, wäre ich auch durchaus... gewillt, den Charakter hier auf... Omega abzugraden, dass wir eben doppelt so schnell auch skillen und alle Module auch benutzen können. Aber im Moment ist es wirklich noch nicht nötig. Also ihr müsst bedenken, das ist alles noch kostenlos spielbar hier. Kein einziger Cent ist hier reingeflossen in das Spiel bisher. In diesen Charakter. Und ich finde das schon beeindruckend, was man alles machen kann. Wir werden demnächst auch mal so eine spontane Mining-Session machen, um ein bisschen Geld zu verdienen. Wir haben ja Geld. 3,3 Millionen, das ist, also in EVE-Dimensionen ist das nicht wirklich viel. Aber für das, was wir jetzt machen, ist es schon sehr viel. Das ist schon in Ordnung. Wir können ja auch mal gucken. Unser Charakter, Total Net Worth. Also wir haben 4,151 Millionen ist unser, ja, gesamtes Inventarwert, sage ich mal. Mit den Schiffen, die wir besitzen, mit den Modulen, die wir besitzen. Der Zahl wird sich dann auch ganz gerne mal gebrüstet. Also einerseits ist es die Skillpunkteanzahl, die hier oben steht, mit der man sich gerne so ein bisschen vergleicht im EVE-Universum. Zum anderen natürlich das Networth. Und zu der Frage, ob Deutsch oder Englisch, kriege ich ganz gemischte Feedbacks. Und ich glaube, deswegen werde ich einfach immer zwischendurch mal wechseln. Wir werden dann zwischendurch den Client mal wieder ein paar Folgen auf Deutsch schalten und dann wieder auf Englisch. So, dass wir da allen irgendwie ein bisschen gerecht werden. Und Fregatte fliegt es sich so unglaublich schön und schnell. Macht schon richtig Spaß ohne Scorpion. Block Target machen wir mal lieber nicht. Letzter Jump. Ach so, unglaublich hoch aufgelöste Texturen.
Dieses Schütteln, um aus dem Warp zu fallen, kann man übrigens ausstellen. Es gibt wohl Menschen, die da bindlich drauf reagieren, denen dann schlecht wird. Das kann man also ausstellen, wenn man da drauf reagiert. Diverse Einstellungsmöglichkeiten auch zum Thema Farbenblindheit und so weiter. Und wir docken an unserer Homestation. Ja, wir haben genau 5 Schüsse verbraucht. 3 hier drin und 2 hier drin. Wir haben noch 600 und 400 eingeladen. Also ich würde sagen, unsere Merlin ist gut gerüstet. Wir haben natürlich gar keine Verteidigung, also gar keine Defense. Also wir haben keinen Shield Booster drin. Wir haben keine Shield Extender drin. Es war natürlich so mittelmäßig gut gefittet jetzt auch von mir. Ich bin natürlich davon ausgegangen, dass das hier noch nicht zu schwierig wird in der ersten Mission. Und ein bisschen Schaden könnten wir auch wegdenken. So, da sind wir wieder. Start Conversation. Ist er zufrieden mit uns? Complete Mission. Machen wir. So. Einerseits gucken wir jetzt erstmal bei Chips. Wir haben jetzt noch eine Venture. Wir brauchen keine 2 Ventures, also können wir die mal verkaufen. Sell this item. Und am besten guckt man sich vorher erstmal den Markt an. Also die werden hier auf der Station verkauft für 354.000. Wir könnten sie sofort verkaufen für 200.000. Ich würde sagen, wir haben aber die Zeit. Wir verkaufen sie für einfach ein bisschen unter dem Marktpreis. Na, komm. So, für 330.000 würde ich vorschlagen. Wir können 17 Market Orders setzen. Für 330 kriegen wir sie jetzt im Moment nicht sofort. Dass hier so viele angeboten werden, macht mich natürlich auch so ein ganz bisschen stutzig. Ich gehe davon aus, dass viele Spieler hier ihre erste Mission machen oder ihre ersten Missionen und dann so eine Venture über haben. Wir machen es trotzdem mal für 330 und gucken, ob wir sie hier verkauft kriegen. Sell. Das Geräusch bedeutet nichts Gutes. Ach so, immediate. Wir machen, stellen es mal für eine Woche ein. Ich gucke jetzt mal, das kostet uns dann 26, also einmal, wir haben sehr hohe Gebühren, Sales Tax auf 8, Broker's Fee auf 3. Uiuiuiui. Das ist schon, ja. Ach, das lohnt sich alles schon ungefähr gar nicht mehr. Also verkaufen wir sie einfach direkt für 200.000. 231.000 sogar. Na, da habe ich aber Gott sei Dank nochmal richtig geguckt. Also mit 231.000 tun wir uns das alles nicht an. Da kriegen wir immer noch 200.000 raus. Also Sell, Klick und weg. Damit ist sie verkauft. Request Mission. Was möchte er als nächstes von uns? Interessant, interessant. Entschuldigung. Acquire these goods. 333 Tritanium. Und dafür kriegen wir einen Miner 1. Ist nicht so dolle, aber 300.000 ISK und Reprocessing den Skill, das ist gut. Alles klar. Claim Rewards machen wir. Haben wir schon wieder. Guckt euch das mal an. Durch die ganzen Aufgaben, die wir erfüllt haben. Hier seht ihr das an dem Rad, wie wir uns hier lang. Also wir haben die Producer Mission, da müssen wir noch die letzten machen. Und dann hier die Entrepreneur Missions, die müssen wir auch alle machen. So clearen wir dann Stück für Stück dieses Rad. Wir claimen jetzt mal alles. Gehen wir hier raus. Hier sind die ganzen 25, 50, 50, wow, 62.025 Connections 1, also Redeem, jawohl, gib mal her den ganzen Zunder, 225.000 in Summe und den Skill Connections und den Train Now to Level 1 packen wir uns gleich nochmal dazu. Können wir nicht. Und packen wir ihn wenigstens hier hinten dran. Wir bis 2 können wir ihn skillen und dann bräuchten wir wieder Omega. Und der bringt uns auch nochmal 4% bei NPC-Kooperationen voran. Also in Summe dann 8, wenn wir ihn auf 2 haben. Das ist schon sehr, sehr gut. Also, das war's. Die erste ja, Kill-Mission war es nicht. Tut mir leid, ich dachte, es kommt ein bisschen mehr an Feinden bei rum. Ich hätte gerne ein bisschen mehr gekämpft, aber ich würde mal sagen, es war trotzdem mehr oder minder unsere erste Kill-Mission und ja, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bleibt safe. Bis dann.
Tschüss.